Hallo Freunde der elektronischen Musik, Björn Torwellen hier aus den Science Studios und was soll ich euch sagen, Pigments 3 ist am Start. Ja, wir haben schon von Pigments 2 damals beim Release berichtet und meiner Meinung nach stellt auch die Version 3 wieder einige andere Synths in den Schatten, vor allem was Innovation angeht. Manche Synthesizer-Hersteller oder Plugin-Hersteller sind ja da momentan nicht so besonders kreativ und hier, finde ich, hat Arturia wieder wirklich einen ganz großen Schuss gemacht. Ja, kann man das so sagen? Schuss gemacht. Bietet uns hier wirklich ganz viele neue Features. Und wir gehen die Features einmal alle durch. Das, was ihr hier gerade gehört habt. Ist in den ersten 20 Minuten beim Ausprobieren der neuen Features entstanden. Einfach so. Und das zeigt, welche Soundgewalt der Pigments wieder mit sich bringt. Übrigens. Den Pigments gibt es, wenn ihr den 6-Monats-Kurs bucht, für 99 Euro. Ja, wir haben nämlich einen Edu-Shop. Das bedeutet, wenn ihr bei uns in den Electronic Music Production 1 oder Electronic Music Production 2 Kurs eingetragen seid, bekommt ihr Rabatte auf ganz viele unterschiedliche Plugins. Zum Beispiel ist dabei die Arturia V-Collection, aber auch der Pigments, stark reduziert für 99 Euro. Außerdem gibt es aktuell, wenn ihr euch in einen unserer 6-Monats-Kurse einschreibt, die Isotope Element Suite gratis obendrauf. Im Wert von 200 Euro gibt es einfach so dazu. Plus natürlich ganz viel Content und Sign Plus gibt es auch noch obendrauf. Also lohnt sich vielleicht einfach mal auf sign.de vorbeizuschauen und sich unsere 6-Monats-Kurse anzugucken. Gut, was ich auch noch sagen muss, Arturia hat uns das Plugin zur Verfügung gestellt. Es ist keine bezahlte Werbung. Wir sind komplett selbstverantwortlich für den Content und haben uns bereit erklärt, hey Jungs, Arturia mittlerweile eine sehr, sehr tolle Partnerschaft mit den Science Studios. Hey, wir testen das gerne. Wir möchten gerne zum Release dabei sein. Und das ist jetzt komplett meine Meinung. Ich habe mich noch nicht so lange und so viel mit diesem Synth jetzt auseinandergesetzt, sondern es ist so ein bisschen auch Entdecken dabei. Ja, das finde ich immer ganz cool in solchen Videos, wenn man auch sich selber so ein bisschen überraschen lässt. Okay, was ist neu? Und das allererste, was wirklich auch ganz oben auf dem Zettel steht, ist einfach eine komplett neue Sound Engine. Wir hatten ja bisher Analog, Wavetable und Sample. Sample geht ja so in die Granularrichtung. Jetzt haben wir auch noch den Harmonic. Und der Harmonic ist ein additiver Synth mit bis zu 512, sagt man, Stimmen, Partials, ja, Partikel, Parts. Additive Synthese bedeutet, dass wir ganz viele Sinustöne nebeneinander im Frequenzspektrum verteilen. Der Operator von Ableton hat sowas Ähnliches. Wir können ja im Operator, ich schmeiße den mal kurz rein, damit ihr wisst, was ich meine. Im Operator können wir ja hier so eine User Waveform machen und können die bis auf 64 stellen. Ja? Das ist im Prinzip eine Art additive Synthese. Und genau das haben wir im Pigments auch. Allerdings können wir hier 512 solche Partials hintereinander setzen. Und das ist zum Beispiel ein Sound, der dabei entstanden ist. Super komplex, ähnelt ganz oft auch in der Modulation, Wavetable und FM, wie ich finde, aber bietet halt einfach nochmal einen ganz anderen Workflow. Und wir gehen der ganzen Geschichte einfach mal nach, indem ich jetzt hier ein neues Preset öffne. Und dann kann ich jetzt hier eben die Harmonic aussuchen. Und das ist jetzt im Prinzip erstmal eine ganz normale Art Sägezahn. Ja, da müsste ich mir jetzt mal genau die Abstände der einzelnen Obertöne anschauen, ob sie harmonisch oder unharmonisch sind. Dann wüsste ich auch, ob es ein Sägezahn oder ein Puls ist. Wir können jetzt hier sagen, wie viel von diesen Partials haben wir. Wir können die auch wegmachen. Wenn wir also quasi auf 1 sind, ist es wie ein Sinus. Und jetzt kann ich Schritt für Schritt Partikel dazu mischen und kann bis auf 512 gehen. Und jetzt kann ich eben noch einstellen, auch super cool für Bässe, wirklich geil. Jetzt kann ich aber auch noch sagen, wie sollen sich die einzelnen Sinustöne zum Beispiel in der Amplitude verhalten oder sollen die sich bewegen. Ja? Und da gibt es hier in diesem Bereich solche Spektrums, ja, nehmen wir mal hier den Comp 1, fangen wir damit mal an. Und wenn ich den jetzt mal hier zumische, ich mache mal viele Partikel rein. Ja, jetzt sehe ich auch ganz genau, hier in diesem Bereich mischt der dieses Spektrum dazu.
kann aber auch sagen, er soll das auch hier machen. Im gesamten Bereich. Sogar, ich nenne es jetzt mal den Grundton, den ersten Ton nimmt er mit. Das Ganze lässt sich dann auch noch morphen, weil wir haben ja hier noch eine zweite. Ja, dann nehmen wir jetzt mal Bipuls, klingt cool. Wir können dann diese einzelnen Sinustöne auch noch im Stereofeld verteilen. Ja? Na, splitten wir die einfach mal. Auch schön breite Sounds machen, wieder vorsichtig, sonst kommt die Stereopolizei. Und da haben wir natürlich unfassbar viele Möglichkeiten. Hier, das ist ein Parameter, den ich noch nicht zu 100% gecheckt habe, dieses Tilt. Ah, okay, das scheint hier dieser Verlauf von laut und leise zu sein. Und ein Offset, wo der anfängt. Ah ja, okay, ganz einfach. Gerade habe ich es noch nicht gecheckt. Super, super nice. Also allein diese Sound Engine, könnte man ja schon sagen, ist fast einem neuen Synth-Konzept wert. Ja? Dass man hingeht und sagt, jo, wir haben jetzt einen additiven Synth und das ist unsere Sound Engine. Nein, wir haben natürlich trotzdem zusätzlich noch die Möglichkeit, hier dann wieder mit dem Wavetable dazu zu machen. Im Wavetable ist übrigens auch einiges neu. Im Wavetable finden wir, ich muss mal kurz nachlesen, 64 neue Wavetables und auch das finde ich gut. Aturia sortiert die Sachen einfach sehr, sehr gut. Aturia ist sehr benutzerfreundlich. Es gibt Plugins, da sucht man sich zu Tode. Und wenn ich jetzt hier die Wavetables aussuche, kann ich hier auf Pigments 3 gehen und sehe sofort, was sind für neue Wavetables dabei. Ja? Das nochmal zurück zur Harmonic. Hier kann man wirklich auch nochmal sagen, ich habe jetzt hier so ein kleines Windows, ja, gehe jetzt hier in die Position rein, da zum Beispiel, und möchte jetzt diesen Bereich anheben. Ja, dann gehe ich hier hin. Super, super geil. Die sind natürlich alle prädestiniert dafür, hier Modulationen draufzusetzen. Ja, ob es jetzt einfach mal mit einem LFO ist. Auch die Windows Position. Und hier. Also, und jetzt merkt man schon den Unterschied zu Wavetable. Genial. Was noch dazu gekommen ist, ist die Utility Engine. Und zwar können wir jetzt wirklich zwei Noises und nochmal einen Suboszillator dazu mischen. Noise 1. Können wir hier verschiedene Noises auswählen. Finde ich super geil, um einfach nochmal Textur dazu zu bringen. Auch noch einen zweiten Noise. Und noch einen Suboszillator. Ihr wisst, ich bin ein Atmo-Fan. Ich liebe das, wenn einfach so Klangwelten entstehen, die sich selber modulieren. Könnte ich stundenlang reingehen, auch wenn es dann immer schwierig ist, die dann in einem Track einzubauen, weil es ja eben keinen Lead-Charakter hat, aber könnte ich mich stundenlang mit beschäftigen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich den Lyra 8 so geil finde. Aber sind wir mal ehrlich, das hier bietet nochmal
eine ganz andere Vielfalt an Klängen. Also Wahnsinn, was man mit so einem additiven Synth machen kann. Ganz, ganz großer Wurf. Wurf war es, nicht Schuss. Ein großer Wurf. Ja, was ist noch neu? Wir haben die Utility Engine, wir haben die Harmonic, wir haben noch ein paar Wavetables dazu. Außerdem haben wir hier einen neuen Filter dazu, und zwar dem aus dem Jupiter 8. Und wir haben nochmal ein besseres Filter-Routing. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich möchte diesen Filter einschalten und kann jetzt sagen, ich habe hier meine FX-Sektion, FX plus A und FX plus B. Wir machen mal hier so ein super des Todes langes Reverb mit so einem kleinen bisschen Distortion hinten dran. Ja. Und jetzt gehen wir mal hier in den FX plus B rein und hier möchte ich gerne ein Tape-Echo haben mit einem Reverb dahinter und einen Chorus. Ja, keine Ahnung, ist eine Kombination, die ich so noch nie verwendet habe. Und jetzt gehe ich hier in den Synth rein und kann, habe ich ja Filter Mix 1. Moment, das ist FX plus B, FX plus A. Ja, jetzt gehen beide Filter in die FX-Summe. Ich kann jetzt aber auch sagen, ich splitte das Ganze und ich möchte eben FXA, also Filter 1 in FXA und Filter 2 in FXB haben. Das ist ziemlich cool, um mal eben so kurze... Ja, da kann man dann wunderbar mit den Functions arbeiten, dass man sich hier mal so ein kleines Dingen setzt, was man hier drauflegt. Function A. Nehmen wir hier den Chorus nicht, sondern nehmen wir mal hier den Bitcrusher. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Bock hättet, dass ich mal so ein Pigments-Tutorial mache. Also wirklich so ein Pigments, jeder fucking Knopf erklärt. Schreibt das mal in die Kommentare. Übrigens erinnert mich das Ganze an Dark Origins in dem Zusammenhang. Dark Origins für Pigments? Wäre doch auch geil, oder? Dark Origins ist eines von unseren Rackpacks. Falls ihr neu seid auf dem Kanal, checkt auf jeden Fall sign.de aus. Da gibt es nämlich ganz viele Rackpacks mittlerweile. Vor allem für Ableton Live, aber wir haben auch das eine oder andere Preset dabei. Und Pigments, finde ich, sollte unbedingt auch mal dazu kommen in unserem Preset-Portfolio. Was man natürlich sagen muss, Leute, und das ist etwas, was vielleicht aber auch bei der Fülle an Funktionen und an der detaillierten Klangheit des Synths, ja, einfach besonders ist, der ist prozessorhungrig. Also der geht dem Prozessor richtig auf den Nerven. Prozessor freut sich nicht über Pigments. Prozessor sagt so, ah. Ja. Okay, dann gibt es noch ein paar neue Effekte. Und zwar gibt es, ziemlich cool, wir machen die beiden mal aus, damit wir den auch gut hören können, ein Pitch Delay. Ich bin im FX plus B. Ja. Kann ich jetzt wunderbar sagen, hey, hier nur in FX plus B reingehen. Function ist jetzt quasi damit deaktiviert, die ich gerade gebaut habe, damit wir jetzt nur mal den FX plus B hören. Klassisches Pitch Delay. Auch schön dargestellt wieder. Schön im Stereofeld verteilen. Oh, das Ding macht einfach nur Spaß. Und dann fliegen an die Partikel um die Ohren. Da wird dann ja schwindelig. Hier auf so einem Wicking Us in Space. Dann ist noch was dabei, und zwar gibt es
Den Multiband-Kompressor. Komm, den ballern wir mal hier hinter. Ziemlich geil. Ihr kennt Multiband-Kompressor, OTT, ist ein Preset aus einem Multiband-Kompressor. Und wenn man so bestimmte Partikel, so bestimmte Feinheiten, ein Noise oben nochmal nach oben holen will, den Bassbereich bearbeiten möchte, einfach Ready-to-Mix Sound bauen möchte in Pigments, dann gehen wir hier in den Multiband rein. Und der hat auch sowas. Ich bin der Meinung, dass das Preset OPP sowas in der Art ist. Dann ist noch dabei ein neuer Flanger. Ist es der? Nein. Da, der BL20 Flanger. Da ist er. BL20 Flanger, sehr, sehr, sehr bekannter Studioeffekt. Und es gibt auch noch den Chorus aus dem Juno. Oh, das ist ziemlich geil. Der Juno Chorus. Neue Presets und Additional Soundbank, nochmal mit 500 extra Presets. Und es gibt In-App-Tutorials. Das finde ich ziemlich cool. Hier ist diese wunderbare Glühbirne. Und manche der Preset-Hersteller haben hier quasi, wenn ich die Glühbirne aktiviere, Advanced Edit Tips, dann bekommt man hier manchmal ja, so Tipps. Ich glaube, man kann die dann schreiben, wenn ich jetzt selber ein Preset baue. Ich öffne mal ein Preset. Wir gehen einfach mal ein paar Presets durch, oder? Wollen wir das mal machen? Banks, Pigments 3. Dann hören wir auch mal. Ja, und hier seht ihr, kann man drüber gehen. Und wie funktioniert das jetzt genau? Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ach, da steht nichts. Ach so, das sind Modulationsideen, wo man sagen kann, hey, dreht mal da dran, da passiert was. Geile Idee, geile Idee, geile Idee. Das ist genial. Boah, Boards of Canada. Kennt ihr Boards of Canada? Ah, herrlich, herrlich. Mucho bello.
Okay, damit das Video jetzt keine 3 Stunden geht, beende ich das Ganze mal hier. Ihr merkt, das Ding ist einfach eine Waffe. Ab sofort am Start. Pigments 3 müsst ihr mal auf die Webseite gehen oder bei sign.de im Edu-Shop für 99 Euro. Vorausgesetzt, ihr seid im 6-Monats-Kurs eingeschrieben oder ihr bucht den 6-Monats-Kurs. Mein Name ist Björn Torwellen aus den Sign Studios und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Sounddesign. Egal ob mit Pigments, mit Ableton oder wo auch immer ihr Bock habt, geile Sounds mit zu kreieren. Musik ist auf jeden Fall eine unfassbare Macht, die ganz viel in uns auslösen kann. Und am geilsten ist, wenn man die Musik selber macht. Bis bald. Ciao.